Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum Fußballmanager 13 unserer Karriere mit dem VfL Wolfsburg und England. Und natürlich auch, bin ich wieder am Start. Wer auch sonst. Die Folgen sind vielleicht nicht so lang, wie sie in der Vorbereitung sonst waren. Aber wie gesagt, ich muss eine Menge vorproduzieren, weil noch unklar ist, wie das mit meinem Praktikum und Arbeitszeiten und so weiter aussieht. Deswegen seid mir da nicht sauer, sondern nehmt das gerade mal so hin und dann habt ihr mehr davon, weil täglich dann halt immer noch eine Folge kommt und hängt nicht in der Luft. Hier machen wir mal ein Testspiel gegen die Schweden. Hier machen wir auch noch ein Testspiel. Ich glaube, viele Engländer haben wir ja nicht in der Mannschaft, deswegen können wir durch die Testspiele nicht viel falsch machen gegen Bosnien. Dann würde ich gern... Einmal gegen Farrell. Okay, mehr können wir nicht machen. Dann gehen wir weiter, damit wir hier bis zum nächsten Samstag durchkommen. So, Patrick Wolf lehnt Angebot ab. Ich kenne ja auch einen Patrick Wolf, ne? Wolfsburger akzeptieren Angebot für Mitchell Weiser. Wie gesagt, bei uns wird er leider nicht glücklich. Und nur auf der Bank rumchillen, das ist nicht so sein Ding. Genauso wie Arnold, super rechter Mittelfeldspieler, aber leider haben wir da schon zwei, die noch besser sind als er. Und dann sollte man den Spielern keinen Stein in den Weg setzen. So 5,75, komm, das sieht gut aus, das nehme ich jetzt einfach an. Bis hier ein Sechser kommt. Da fehlt nicht mehr viel, das ist so okay. Kein Verein an Sterling interessiert, den will ich ja auch verleihen, das ist nicht dramatisch. Gnabry haben wir schon neu eingestellt. Da dürfte doch jetzt bald auch ein Verein... Ne, immer noch keiner, der Interesse hat. Koray Günther fühlt sich unterbezahlt. Da müssen wir direkt den Vertrag verlängern, damit das nicht mehr passiert. Ich habe nämlich keine Lust, dass er Moral verliert. So, dann geben wir dir 2 Millionen. Bisschen aufgestockt. Müsste doch passen, oder nicht? 10% fürs Weiterverkaufen. 5.000, 5.000 und hier 200.000. Mal gucken, ob das schon reicht oder ob wir nochmal einen draufsetzen müssen. So, Arnold ist gescheitert bei Schalke. Das finde ich sehr gut. Ich gebe ungern Spieler zu Schalke. Und die zweite Mannschaft hat schon ihr erstes Spiel. Naja, dann machen jetzt halt die Guten mit, aber ist mir egal. Ich will da jetzt nicht extra aufheben. Würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wie sie spielen. Sie gewinnt 2-1 gegen Cottbus. Wolfsburg will mit Koray Günther verlängern, bestritt bislang 41 Ligaspiele. Transfer der Woche ist nicht Malanda, sondern Destro. Malanda hat scheinbar auch gut gespielt. Wie gesagt, ich wollte ihn erst bei uns behalten, aus Gründen, die glaube ich jeder noch kennt. Matthias Ginter zu Manchester City und Manchester City hat auch Interesse an Thiago Costa. Alles klar. Hier ist noch ein bisschen wenig Geld unterwegs, Freunde. Da könnt ihr gerne mehr zahlen. Ich verschenke hier keine Spieler. Das könnt ihr vergessen. So, das nehme ich an. Wie gesagt, Toru Nariga ist ja in die zweite Mannschaft gewechselt, da Boots gekommen ist. Ein Herr Taner löst den anderen ab. So, das ist aus. Gut. Da können wir gerade mal den machen. Könnte gerade ein bisschen lauter werden, weil der Lüfter von meinem Notebook am Arbeiten ist. So, ja, der schnurrt kräftig, ich weiß. So, Müller, das nehmen wir jetzt einfach mal an, die 600.000, sonst wird das hier gar nichts mehr. Okay, der schnurrt gewaltig, aber das ist am Anfang immer so. Der braucht seine 1-2 Minuten, das ist ein altes Ding. So, Mangulo haben wir für 5,5 angenommen. Das heißt, jetzt muss was Größeres kommen. Wir gewinnen leider das Jugendturnier nicht, aber es haben sich wieder einige Talente hier herausgestochen, die wir probieren in unsere Jugend zu holen, ist ja klar. Boah, RB Leipzig hat wirklich viele 9-Sterne-Talente. Ich weiß nicht, ob die noch von uns damals sind oder nicht. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich habe die Namen nicht ganz so im Kopf. Bastemir, den kenne ich noch, der ist von uns gewesen. Das weiß ich. So, schau mal, wer davon kommt.
Baumann verlässt den Verein, möchten Sie ihn zur Ruhmeshalle hinzufügen? Ich sag nein. Auch wenn er gute Leistungen absolviert hat, aber so lange sind wir noch nicht bei Wolfsburg und da will ich nicht zu viel rumfuschen. So, das ist zu wenig. Das ist überall zu wenig, Freunde. Ich verschenke keine Spieler, was soll das? Oder war auch nochmal 5,75, hätte ich auch annehmen können. Aber wenn es jetzt scheitert, dann scheitert es. Wenn es nicht scheitert, dann haben sie für 6 angenommen, dann ist das noch besser. Ein paar tausend mehr. Also Geld ist ja ohnehin nicht unser Problem. Wir werden Stand jetzt diese Saison wieder ordentlich Gewinn machen und haben unsere Mannschaft laut meiner Meinung nach nicht wirklich verschlechtert. Beziehungsweise gar nicht verschlechtert. Sagen wir es direkt positiv. Ablöse für Mangulo angenommen. Für Montoya angenommen. Sehr gut. Es bleibt weiter Bewegung im Spiel. So, wir haben schon wieder Samstag. Das ging jetzt aber schnell. Das ging aber jetzt sehr, sehr schnell. Aber wie gesagt, ich muss da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Ich kann nur von Samstag zu Samstag aktuell. Kann die Folgen nicht zu lang werden lassen. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich vorproduziere. So, da haben wir keinen Mentor mehr für dich leider. Abreu hat schon wieder Trainingsziel erreicht. Der ist auch vorhin schon mal aufgetaucht, wenn mich nicht alles täuscht. 63, nehmen wir das an. So, und dann geben wir dir als Mentor gar keinen, weil wir immer noch keinen haben. Mitchell Weiser wechselt für 10 Millionen zurück zum 1. FC Köln, finde ich doch sehr gut. Martial und Weiser, das freut mich. Montoya, Lazio und hier 6 Millionen, sehr gut. Kein Verein an Gnabry interessiert. Da müssen wir den etwas günstiger machen. Halleluja. So, den haben wir, glaube ich, ablösefrei geholt. Ja. Wolfsburg 2, dann ist der zu. Würzburg als Laie nehme ich an, ja. So, Mastur erreicht Trainingsziel. Der muss jetzt diese Saison auch mal in die Pötte kommen. Das wäre super. Ich durfte das Riesentalent noch nie in Aktion sehen, weil ich den nie so gut hingekriegt habe. Angebot für Schneider abgelehnt vom KSC. Lazaro ist sauer. Müssen wir überlegen, ob wir den auch eventuell irgendwann mal losgeben, loseisen, wenn der keine Leistung bringen will. 65, 66, 68 Ecken. Scout-Hinweis. Comments wird ausgeliehen. So. Sieht das doch sehr gut aus, finde ich. Wir gehen hier Schritt für Schritt, nicht immer quer durcheinander, Mensch, wann lerne ich das? Mitarbeiter haben wieder ein paar sich fortgebildet, das ist gut. Hier können wir immer noch nichts machen. Das dauert noch 5 Tage. Nächste Woche, in der nächsten Folge können wir es machen. Ne? Gibt es auch nichts falsch zu verstehen hier beim Fußballmanager. Die werden jetzt alle auch noch weggehen, 4 Stück, das ist gut. Vorher noch Spielergespräche, bevor wir in die Jugend marschieren. Gehen wir direkt erstmal in die zweite Mannschaft, damit wir dort die Verhältnisse klären können. Knamastur. Dass Leute sich um Ibrahimovic kümmern müssen, das ist scheiße. Weil dann verlieren die, wenn der die Karriere beendet, glaube ich auch an Moral. So, Gursum, bei dir wäre es schön, wenn du Flanken lernst. Genauso wie bei Strein. Obwohl da die Werte bestimmt richtig gut sind schon. Aydogan muss stärker werden, den haben wir auch gut entwickelt. Paslak muss auch stärker werden, Flanken kann er scheinbar nicht mehr lernen. So, Öztürk auch stärker werden, Mangulu geht, Stark wird auch stärker. Haut sogar hin, haben wir ja gesehen, da war die Robustheit noch nicht so, wie wir sie gern erwartet hätten.
So, das ist die erste Mannschaft, die sieht gut aus. Das ist die zweite Mannschaft, die sieht auch gut aus. Und Öztürk macht wieder einen linken Mittelfeldspieler und Aydogan, der eigentlich eher für links geeignet ist, macht den Dribbler. Ich verstehe das nicht, warum die das immer vertauschen. Warum? Öztürk ist Spielmacher. Lass den doch auf der offensiven Position spielen. Ich raff das nicht. Wenn man nicht alles selber macht, ne? Fürchterlich. So, Dyer und Goretzka sind noch lange verletzt. Ansonsten bin ich mit der Mannschaft echt zufrieden. Wir haben für überall Alternativen, die Entwicklungspotenzial haben. Bei Lacazette muss man abwarten, aber mit Dangu und Stepinski stehen zwei dahinter, die halt locker beerben können. Und dann haben wir in der zweiten Mannschaft so viele Stürmer. Das ist, glaube ich, unsere am wenigsten gefürchtete Position. Gehen wir gerade nochmal nach England, können da die Sachen nochmal klären. Viele neue Jugendspieler kennengelernt. So, hier auch nochmal alle auf Lehrgang schicken. 7 Stück müssen wir noch. Daniel Sturridge ist leider auch verletzt. So. Kader nominieren, aber wobei ich denke, das ist schon alles so okay. Smalling könnte vielleicht für Dyer reinkommen, dann verletzt er sich auch nicht. Ansonsten ist hier alles gemacht. Aufs Alter wollte ich ja hier nicht so sehr schauen, deswegen 27. Dann hätte ich hier bestimmt einige nicht nominieren dürfen. Brauchen halt einen Spielmacher, aber da gibt es keinen mehr in England. Das ist sehr, sehr traurig. Baker ist Spielmacher. 71. Aber dann setze ich eher auf Ward-Prowse. Der wird das schon noch lernen irgendwie. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bald sind wir im Dezember angekommen. Ich würde mich weiter freuen, wenn ihr weiter am Ball bleibt hier bei meinem Let's Play. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Ansonsten, wenn ihr auch mehr sehen wollt und gern hättet, dass wir mehr Zuschauer sind, dann teilt doch bitte dieses Video auf Facebook, Twitter und sonstigen sozialen Netzwerken. Das würde mich sehr freuen, damit wir hier einfach mehr Spaß an der ganzen Sache haben. Wisst ihr, weil aktuell ist mir das noch zu wenig. Habe ich ja schon in den letzten Folgen ein paar Mal erklärt. Das geht definitiv besser und das sollten wir doch hinkriegen. Oder wir zusammen, das muss möglich sein. Ansonsten sage ich trotzdem schon mal Danke. Kommentare schreiben, wenn ihr Vorschläge habt, Spielerwünsche, Jugendspiele übernehmen wollt oder sonstige Wünsche habt, einfach was das Let's Play betrifft. Anregungen, Kritik, alles findet da Platz. Sonst Homepage hielfakti.de, mein Twitter-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, twitter@hielfakti, und natürlich könnt ihr auch auf meinem Games-Kanal YouTube hielfakti Games vorbeischauen. Alle Links auch in der Videobeschreibung. Ich sage Danke nochmal und bis zum nächsten Part. Ciao!